Wassermann, oh, was bei dir alles los ist. Du bist da. Du sagst zu dir, Vergangenheit interessiert mich nicht mehr, das ist passé, das ist vorbei. Ich sehe nichts mehr da. Schau mal, du hast ausradiert, du willst nichts wissen, du blickst nicht nach hinten. Ja? Das ist wichtig für die Zukunft. Das heißt, in Aktionskarte, du schaust nach vorne, optimistisch nach vorne, mit vollem Kraft gehst du hinaus, Transformationsphase. Das gehört alles zu deiner positive Transformationsphase. Und 20, du triffst dich auch mit Menschen, ja, du gehst raus, du genießt das Leben, ja, du sagst, ich lebe und du gehst volle Kanne, ja, du bist sehr positiv gestellt, ja, in diese Transformationsphase. Wassermann, was ich hier sehe, ja, ist, du bist sehr nachdenklich, ja. Du bist sehr nachdenklich am 10. Du hast eine Partnerschaft, du erntest das Glück und auch in Zukunft, ja, kommt ein Baby, die das alles verändert, ja. Der wird noch mehr Schwung in eure Partnerschaft, Beziehung machen, ja? Wow. Wenn nichts Schwangerschaft zu tun hat, positive, glückliche Veränderung, ja? Du erntest, ja? Eine gute Beziehung. Es läuft rund bei dir, Wassermann. Okay? 25. Ja, voll, diese Karte Ring gehört auch zu einer Vollendung der Transformationsphase. Ja? Kannst auch so. Und diese Sonne bestätigt mir dieses Glück, positive Veränderung hier. Verstehst du? Diese Ernte. Du hast so viel gekämpft. Ja? 17. Ja. Veränderung, glückliche Veränderung. Du wirst ernten, was du gesät hast. Ja? Und 25, ja, Vollendung. Wirklich wunderschön. Ja? Wunderschön. Nummer 10. Für andere Gruppe merke ich hier auch, eine zweite Botschaft ist, du wirst einen guten Vertrag also Vertrag, ja, abschließen, plötzlich zu deinem Gunst positive Veränderung im Job. Ja? Das ist dieser Vertrag. Du denkst sehr viel nach, ja? Aber es kommt positiv. Ja? Das ist dann auf Jobbereich. Ja? Oder irgendein Vertrag, ja? Egal was. Ja? Es kommt positiver Ausgang, du Wissen bekommen, du Wissen können abschließen. Und das ist die positive Veränderung, die dir Glück bringt. Ja? Du erntest dieses Glück, wie eine Glückssträhne. Ja? Wassermann, nachher kommt Fische. Dann, was ich hier sehe, ist 36, Schicksal, Prüfung. Prüfung, ja. Das ist wie eine Lernaufgabe vom Schicksal her, ja. Karma. Das, lass mich schnell schauen, 36. Ja, eine Prüfung. Dadurch wirst du reifer, Wassermann, ja. Und all diese Veränderung dein Leben bist du aufgeregt, ja? Aber behalte es noch für dich, ja? Weil ich sehe hier glückliche Veränderung, ja? Nichts Negatives. Aber diese Lernaufgaben, die auf dich zukommt, ja, Beruf wie privat,
damit du wächst, dein inneres Kind auch heilst. Ja? 13, Neubeginn. Ja? Alles beginnt klein und du wirst so vieles erreichen und wächst zum Großen. Ja? 26. Ja, Wissens, ja, dein Wissens, ja, dein Wissens. Ja, du lernst viel, ja, durch die Kommunikation auch. Und diese Hausaufgaben hast du gemacht, gut gemacht, ja. Du reifst daran, ja, das ist ein Lernprozess, dass du dich entwickelst in deiner Intelligenz auch, Wassermann, verstehst du? Und Buch, ja, bitte behalt dein Glück für dich, ja, noch nichts sagen. Du musst nicht immer alles offenbaren, ja. Erst wenn du wirklich sicher bist mit diesem Vertrag oder du hast was bestanden oder, ja, positiv zu dir, egal welche Angelegenheit, erst dann sagst du was in deinem Umfeld, verstehst du? Behalte es noch für dich, diesen neuen Beginn, diesen neuen Zyklus. Und alles, was nach vorne passiert, Zukunft, ja? Zukunft ist von Schicksal geprägt. Ja? Nichts passiert ohne Sinn. Verstehst du, was ich meine? Das ist wichtig, dass du das weißt. Ja? Und hier, schau mal, du zweifelst an jemanden. Ja? Dieser jemand lässt du hinter dich, ja. Du hast an ihm gezweifelt, irgendeine Occasion, also irgendeine Angelegenheit, 18, ja. Hast die Freundschaft gehackt, also die Freundschaft Schluss gemacht mit diesem jemand hier. Mäuse, 23. Ja, Verlust, Diebstahl, Angst. Ja, Verlust, es wird aber auch weniger die Freundschaft hier zu jemand, lässt du hinter dich. Du hast irgendeine Erfahrung gemacht mit diesem jemanden, die sehr enttäuschend war. Aber du lässt diesen jemand hinter dich, ja, die Freundschaft, Kontakt wird weniger. Das liegt auch in der Vergangenheitslinie, ja. Du schaust nach vorne, optimistisch nach vorne. Kann auch eine basierende Freundschaftspartner, ja, Partner mit Freundschaft noch, ne, geschäftliche Partnerschaft, das meine ich, ja. Wow, alles dreht sich auch um Weiterbildung, Ausbildung, neues Prozess, Vertrag, Job, ja, Transformation, Zyklus endet, Zyklus neu bei dir. Aber was war da los hier? Was ist da los mit dieser Freundschaft? Hund, was ist da? Was war da los? Wassermann. Zärtlichkeit. Oh, okay. Du wolltest nur Freundschaft mit dieser jemand und dieser jemand wollte mehr von dir, Wassermann. Deswegen, die ist Freundschaft wichtiger. Du hättest nie gedacht, dass er Gefühl oder sie Gefühl hat für dich. Und deswegen hast du die Freundschaft beendet. Dir ist wichtige Freundschaft, weil du auf emotionaler Basis nie etwas aufgebaut hast für diesen jemand, nie was gespürt hast. Verstehst du? Ja? Das ist es. Okay? Jetzt möchte nur eine Karte und dann kommen wir zu Fische. Und es ist schon 10 ab 1 Uhr. Ich bin eingeladen um 18 Uhr. Muss gehen. Hä? Also noch Fische. Und dann bin ich hier fertig. Ja? Noch eine Karte für Wassermann. Die Kerzen sind schon ausgegangen. So. Aber sehr interessante Legung, ja. Sehr interessant. Das werde ich in Zukunft mehr machen. Mit der ganzen Lenormand. Noch eine Karte. Oh, danke, die ist gesprungen. Wow, du bist
Schönheit blühen, Selbstvertrauen, Weiblichkeit, Selbstvertrauen, ja. Das hast du, Wassermann. Geh nach vorne, ja. Alles Gute. Bye.